Ich bin Paul Maar. Ich schreibe Bücher für Kinder und ich male, und zwar mache ich die Illustrationen in meinen Büchern meistens selbst. Das, was ich da gerade male, ist das Sams. Im neuen Sams-Buch, Sams im Glück, ist Herr Taschenbier nicht mehr so jung, wie er das in den anderen Sams-Büchern war. Der Sohn von Herrn Taschenbier ist inzwischen erwachsen, hat ein Kind und Taschenbier hat somit eine Enkelin. Das ist Betty. Hier, das ist Betty, die siebenjährige Enkelin von Herrn Taschenbier. Daneben ist Herr Taschenbier selbst. Herr Taschenbier, normalerweise hat er schon etwas angegraute, also leicht graue Haare, aber wenn er ein Sams wird, dann erkennt man das daran, dass er immer eine rote Haarsträhne hat. Herr Taschenbier ist verheiratet, jetzt schon seit mindestens 30 Jahren, schätze ich mal, mit der ehemaligen Frau Merz, mit seiner Frau Mara. In der Geschichte spielen wie in allen Sams-Büchern eine Rolle sein Freund Herr Mohn, der große Tierfreund, dessen Frau, die ehemalige Frau Rotkohl, die jetzt natürlich Frau Mohn heißt, weil die beiden verheiratet sind. Ja, und nicht zuletzt natürlich das Sams. Es hat ungeheuren Spaß gemacht, den siebten Band zu schreiben. Da heißt Sams im Glück. Und da geschieht etwas ganz Merkwürdiges mit dem schüchternen Herr Taschenbier. Es ist nämlich so, wenn ein Sams länger als 15 Jahre bei einem und demselben Menschen ist, dann verwandelt es sich ganz, dieser Mensch verwandelt sich dann ganz langsam und unmerklich in ein Sams. Nicht, dass er jetzt eine Rüsselnase bekommt und knallrote Haare, aber er hat samsige Eigenschaften. Er wird viel frecher, viel aufgeweckter, viel lebendiger. Er wagt Dinge, die er im normalen Leben als Herr Taschenbier sich nie zugetraut hätte und verwickelt sich immer mehr in ganz merkwürdige und komische Situationen. Dass Kinder die Initiative ergreifen, zum Buchhändler gehen und sagen, ich möchte dem Paul Mahne einen Brief schreiben, das ist das, was mich eigentlich sehr freut. Und ich fühle mich auch verpflichtet, all diese Briefe persönlich zu beantworten.